So, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 1 mit Helsing und mir. Wir waren in Cornelia stehen geblieben, die Brücke ist gebaut und es geht nach Norden. Richtig, also wir haben ja oft genug von dieser besprechen wir nicht dazwischen, du Sack. Wir haben ja oft genug von der Prophezeiung gehört und wir sind jetzt ganz offensichtlich die Auserwählten mit den 4 Buntglaskristallen. Und ja, du... Achso, du rennst ja jetzt nicht mehr weg, ne? Summ mal die Melodie mit, ich will wenigstens sehen, was das für eine Melodie ist. Ich summ ganz bestimmt nicht die Melodie mit, Alter. Ich hab's voll vergessen, ey. Ach, Manu. Ich hab keine Möglichkeit, den Ton zu hören. Darf ich eigentlich Kämpfe vorspulen, oder... eher weniger, oder... eher weniger. Okay. Auch wenn da jetzt so mega Gegnergruppen kommen von, was weiß ich, 12. Ja, wenn da jetzt 8 Gegner, 8 Goblins wären oder so. Und so beginnt die Reise der 4 Gefährten, die als Kämpfer des Lichtes aufbrechen, um das Unheil abzuwenden. Von der Schwere ihrer Bürde beinahe erdrückt, nicht einmal wissend, welche Bedeutung tatsächlich hinter ihren Kristallen steckt, schreiten sie dennoch zielstrebig und unerschrocken voran. Hey, jetzt kannst du vorspulen. Ein helles und strahlendes Licht. Es soll vor langer Zeit von den Kristallen ausgegangen sein. Möge dieses Licht wieder erscheinen. Und das Dunkel wegtreiben, das diese Welt umgibt. Vertreiben. Ach, weg und vertreiben ist doch jetzt nicht so großer Unterschied. Final Fantasy. Yay. Prolog. Yippie, das war also der Prolog. Und was war diese komische Szene, die wir davor hatten, wo die Prophezeiung nochmal gesagt wurde? Die Prophezeiung haben wir inzwischen 5-mal gehört. Ja. Alleine 3-mal von dem König. Das ist eine halbe Stunde Spielzeit. Ich frag mich, wie oft wir sie nicht noch hören werden. Gut, ich glaube, ich erlaube dir doch lieber die Kämpfe vorzuspulen. Es wird sich keiner beschweren darüber, dass die Kämpfe so... Ach doch, vielleicht, wenn die Musik gut ist. Oh, 4 Erfahrungspunkte. Großzügig. Ja. Na, kennst du noch den Trick? Den Trick? Ach nee, oder? Das ist so ein Bullshit. Ach ja, stimmt, das hat doch diese jetzt weiß ich wieder, warum wir eine Karte haben. Ich hab's mir gemerkt. Teufelsross. Ich nicht, ich hab mal so ein dämliches Spiel durchgespielt, da war so eine richtig riesige Welt. Und dann ganz am Ende, ach so, ja, da war so ein Tipp, ja. Oh ja, das hier ist die Karte. Ich wusste die ganze Karte auswendig, weil ich mich immer verlaufen habe und oh, ich habe eine Karte. Scheiße. Naja. Und ein bisschen doof, dass man nicht auf alle zaubern kann. Ja, das ist nicht gut. Aber du kriegst ja deine auf alle Zauber noch. Ja, hoffe ich mal. Man muss dazu sagen, es ist sehr, sehr lange her, dass ich Final Fantasy 1 gespielt habe. Ich kenne mich hier ein wenig nicht mehr aus, so irgendwie. Ich habe nicht mal mehr meinen Gameboy, auf dem ich das immer gespielt habe. Manu. Hätte ich einen Grabber, könnte ich mit dem Gameboy spielen. Aber ich habe keinen. Aber du hast keinen Grabber. Nein, leider nicht. Hättest du einen. Ah, diese Ogre, ne? Die halten so scheiß viel aus, aber glücklicherweise sind das noch nicht die Kämpfe, wo 4 Ogre auf einmal kommen. Ja. Oh. Kennst du ihn noch? Guck mal, ein Besen. So. Drücke B-Knopf, Select. Und seht, was dahinter steckt. Ja, die sagen allen, wie die Karte aufgeht. Bloß leider rückwärts. Zauber der Erkenntnis, der den Horizont erweitert. Das stimmt. Aber Zauber ist das nicht. Au, au!
meine Augen. Ich kann nicht sehen. Au, au, au. Erfreut euch an meiner weiblichen Stimme. Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig blind. Es muss mir gestohlen worden sein. Beim Satanskraut, aber von wem bloß? Ja, von wem bloß? Keine Ahnung. Huh. Ich weiß nur, sie kann nichts sehen. Oh, guck mal, Kisten. Ja, reiche Ausbeute, würde ich sagen. Zwei, richtig, jetzt hast du die... Jetzt hast du die... hast ihr ganzes Vermögen geklaut. Ja, ja, deine Augen. Ist das nicht nur ein Kristallauge, wie sie eben gesagt hat? Hä? Meine Augen? Ein Kristallauge. Hm. Und was sagen die Besen hier? Die sagen, glaube ich, dasselbe. Ja. Ja, gut. Gut, dann können wir ja wieder gehen. Wir wissen, ist, ihr Kristallauge ist weg. Nur keine Ahnung, wer es hat. Also wenn ich es finde, reiße ich mir mein rechtes Auge aus und setze es da ein. Mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es. Brutzel. Oh Gott. Vergiftet. Die hat das überlebt? Jetzt überleben die Gegner schon deine Angriffe. Wieder ab. Wie können sie es wagen? Ich glaube, das ist... Das ist wieder so ein Anzeichen dafür, dass du bald leveln musst, stimmt's? Ja. Was? Gegner sind nicht mehr One-Hits? Ha. Ich weiß, was ich dagegen machen kann. Erstmal einen dicken Schlafsack auspacken, so, und weiter geht's. Das sieht nicht aus wie ein Schlafsack, das sieht aus wie eine Banane. Also die Goblin-Kämpfe spule ich vor. Weil, ja, okay. Ich meine, die sind wirklich nicht spannend. Hm. Aber ich habe irgendwie, ich habe nie kapiert, warum drei Goblins einem vier Erfahrung geben. War mir immer so ein Rätsel. Fünf Wölfe. Was ist nochmal deine Vorspultaste? Das hast du sowieso. Okay. Am besten du vergewaltigst sie nicht zu stark. Aber naja. Bei mir war's. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, was meine Vorspultaste ist. Level up. Cool, wir sind zwei Schritte gelaufen und zack, nächster Kampf. Gibt's denn so... Gibt's hier so eine Items, die dafür sorgen, dass weniger Encounter kommen? Ich glaube nicht. Au. Und es geht doch mit A gedrückt halt. Ach ja, wirklich. Nur irgendwie hält diese Echse verdammt viel aus und macht ganz, ganz dollen Schaden. Der arme Draven. Die macht nicht ganz, ganz tolle Schaden. Draven hat einfach nur ganz, ganz wenig Verteidigung. Er hat aber inzwischen 74 HP. Das ist großartig. Wie viel hat dein Krieger nochmal? Etwas über 100. Warte, gucken wir mal. 126. Ah. Da war Draven auch vor ein paar Level-Ups noch. Also bei 26 meine ich jetzt. Gigaswurm. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Boah, irgendwie Final Fantasy 1 ist noch nicht allzu spannend zuzugucken, oder? Nee, es ist auch nicht allzu spannend zu spielen. Wenn man so unglaublich langsam auf der Weltkarte ist. Und weil die Encounter so hoch sind. Wenigstens halten die Teufels diese komischen Pferde da nicht viel aus. Teufelsross mit einem Einhorn. Ja. Mit einem pinken Horn. Ja gut, die pinken Hufe sind auch unglaublich geil, aber... Oh, nee. So, wie viel Kohle haben wir inzwischen? 500. Voll wenig. Was? Okay, ich glaube, du musst gleich wieder ein bisschen... Grinding. 500 nur, was soll denn der Mist? Grinding oder was soll ich gleich machen? In diese komische eine Stadt gehen, wo du dein Boot kriegst. Ja. Und danach wird wieder gegrindet. Für bisschen Geld und bisschen Erfahrungspunkte und
aber hauptsächlich Geld. Danach ist wieder so ein Moment, wo die Folge dann oben ist, glaube ich, und dann hast du ja wieder genug Zeit. Ja. Ja, weil... weiß ja, die nächste Ausrüstung kostet dann schon ein wenig mehr. Ja, die kostet dann 1000 und das, was es am Anfang gekostet hat. 1050. Oh, warte mal, ist das da unten schon die Stadt? Oh. Dann ist aber noch nicht die Folge um. Nee. Naja. Was ist der... wir müssen danach doch noch... Ach egal, ich will jetzt nicht fragen, wo wir danach hin müssen. War das nicht das, wo wir letztes Mal schon fett stecken geblieben sind? Oh ja, da hast du dich verlaufen. Aha. Wo ich nicht mehr wusste, wo es lang geht. So, wir sind in der Stadt. Gehen erstmal schlafen. Pff, voll der Wucher. Penis, 50 Gil, ey. Also, es gibt in dieser Stadt nur einen einzigen Wucherer und das ist die Kirche, die dich für unglaublich viel Geld wiederbelebt. Captain Vic, ei ei Captain, wir verabreichen. Was? Die verarbeiten die zu Haifischfutter. So, wenn du jetzt nur einen Flächenangriff hättest. Ja. Oh ja, das sind 9 Piraten und ja. Ach warte, nein, es sind Seeräuber. Piraten sind ja noch die stärkeren. Weil die Namensgebung ja ausschlaggebend dafür ist, wie viel Leben sie haben und alles Mögliche. Blitz. Greif mir einfach an. Ja. Leider der einzige Kampf in dieser Stadt, weil da hinten das Ambiente, es sieht so toll aus mit diesem einen offenen Fenster rechts. Ja, total. Diese Blumen, die Liebe gemacht, wirklich. Hm. Ah, ist der Kampf langweilig. 9 Seeräuber. So. Endlich sind sie tot. Hätten sie nicht, und Level up. Hätten sie wenigstens einen starken hingestellt. Alle tot. Bei meinem Glasauge. Ich hab genug von der Freibeuterei. Ständig gibt's nur Ärger. Ab heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaubt mir, nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Ei. Schiff erhalten. Schiff erhalten. Und da stecken wir jetzt unsere Tasche. Yay. Yeah. Ach nee, das liegt draußen vor Anker. Er hat uns nur den Schlüssel gegeben, damit wir aufschließen können. Ich habe mich immer gefragt, warum klauen die Schiffe nicht einfach? Mit so einem alten Schiffe, niemand guckt hin. Wenn du damit wegfährst, ist es sowieso schon deins. Ach ja, die Eisenrüstung. Ach nee. Eisenrüstung. Beschreibung. Eine aus Eisen geschmiedete Rüstung. Ne. Ja, Lederschild. Ein Schild aus Wildleder. Da haben sich Leute viel Mühe mitgegeben, wirklich. Die Rüstungen sind voll übertrieben teuer. Ach, nur die Eisenrüstung. Ein Glück hast du keine 4 Krieger genommen. Hätte ich mal machen sollen. Hm. Hat er sich jetzt die Frage gestellt, welche Lederhandschuhe er haben will? Ja, will ich die Lederhandschuhe oder das Paar? Das sieht auch gut aus. Ja, ich will aber die. Ja. Okay, die Folge ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch sehr viel zu tun und du hast kein Geld mehr, um die ganze Stadt zu erkunden. Also lauf nicht rum und mach dich unglücklich. Explitz. Halbiert Blitzschäden. Ist auch langweilig, oder? Eis. Hör auf. Nacht. Steckert den ein. Ach, eines Gefährten. Stärker dich. Das war eines Gegners. So. Senkt Angriffsanzahl aller Gegner. Aha. Angriffsanzahl? Schaden. Angriffsgeschwindigkeit, Anzahl ist ja wow. Ja.
Die Breitschwerter. Warum sie? Kann nicht gekauft werden. Das heißt, extremes Grinding. Was sagt der Alte hier eigentlich? Ich komme aus dem Westen, aus der Stadt Melmond. Nur mit Mühe konnte ich hierher fliehen. Die Stadt ist in einem grauenvollen Zustand. Die Erde modert vor sich hin und Monster überfallen die Stadt und plündern unsere Häuser. Womit haben wir das nur verdient? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, Alter. Sag. Wenn der Opa von da aus hierher gekommen ist, dann müssten wir es doch eigentlich auch bis dahin schaffen. Warum tun wir es nicht? Ah, jetzt. Du weißt, was jetzt kommt. Nee, das ist aber langweilig. Das kannst du nicht in der Folge machen. Grinden in der Folge ist... Bäh. Ich weiß. Nichts Gutes. Ich glaube, den Opa sollten wir in unsere Truppe aufnehmen. Der ist nämlich ein richtig guter Schwimmer. Moment, hatte ich nicht eben eigentlich geschlafen im Inn? Und danach bist du von den Piraten zermatscht worden. Da war ja was. Also, ab aufs Schiff und ja. Ja, wenn, dann levelst du aber auf dem Meer, ja? Weil die Gegner da stärker sind. Die Gegner sind stärker, also kommt bitte Gegner. Oh, scheiße. Okay, das wird so ein Kampf, wo ich leider die Vorspultaste vergewaltigen würde. Weil, wow. Ach, nee. Dan 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 da 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 da. Ach hier, ach dieser böse Blick immer. Was passiert, wenn alle deine Leute gelähmt sind? Ach nee, es war bei all, wenn alle Leute aus Stein sind, dann hast du das Spiel verkackt, stimmt ja. Oh, nein, ich will nicht nochmal. Wie, du wolltest doch leveln, beschwer dich nicht. Die hören nicht mehr auf zu laufen. Wieso? Die hören nicht aufs Laufen. Machst du ja. Feuer auf die? Du bist so ein Idiot, ja? Fische verbrennen. Oh. Scheiße. Hey, das ist so ein Zufall. Draven ist tot. Ey, wie du lässt Flausch. Okay. Wer braucht schon Magier, ja? Also, du stirbst sowieso nicht, du nimmst nämlich nur einen Schaden. Er ist aber dauerhaft. Ich glaube, wir haben das Spiel, ich glaube, wir haben gerade verloren. Du weißt, wir sind nicht gespeichert, oder? Bitte nicht. Oh nein, Digga, ey, nein. Jetzt hör auf, gelebt zu sein, Junge. Oh nein. Alter. Er hört, Alter. Wenn er zurückspult, hast du? Ich glaub nicht. Hey, der hört nicht mehr auf, gelebt zu sein. Es kidnappt mit dem. Will der sterben oder was? Oh mein Gott. Nein! Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir haben ein klitzekleines Problem. Bist du schneller als diese Penner da? Angreifen? Oder mit dem Heilen? Angreifen, ein der gab. Nein, bin ich nicht. Ach, scheiße. Okay, wir haben verloren. Wow, diese Gaffer sind echt schlimm. Die Gaffer sind echt schlimm, ja. Da sieht man, was passiert, wenn Helsing einen Kampf unterschätzt. Wenn ich vergesse zu heilen, eher gesagt. Wir sind durch eine richtig fiese Strategie umgebracht worden. Und der nimmt immer nur einen Schaden. Kann er nicht wenigstens schnell sterben, ja? Ah. Wo wirst du jetzt wieder? Wo kommst du eigentlich wieder? So, sie haben es endlich geschafft. Da wir nicht gespeichert haben. Wirf mir den ganzen Scheiß nochmal. Alter.
Ey, das machst du aber. Ich bin da nicht dabei und ich nehme nicht mit auf. So, wie lange nehmen wir denn auf? Wir nehmen ganz genau, warte. 20 Minuten und 12 Gut, Sekunden. Dann beenden wir die Aufnahme hier erstmal. Ich werde den ganzen Kram nochmal spielen. Du kannst auch gleich grinden, du. Das mache ich dann gleich auch mit. Also, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder in der Stadt da am Meer. Deswegen gibt's in modernen Spielen ja Autosave. Gut. Aber naja. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.